Hallo Freunde, willkommen zurück bei Deus Ex. Ja, wir sind jetzt in London angekommen bei der Safe Harbor Konferenz. Und wir sollen das Ganze hier mal untersuchen. Gehen Sie weg. Der Zugang zu diesem Teil des Gebäudes ist gesperrt. Nur für Sicherheitspersonal. Chief Slater erwartet mich. Chief, genau. Er ist im Moment nicht da. Dringende Sache. So, dringende Sachen. Wegen dieser dringenden Sache bin ich hier. Tut mir leid. Für wen arbeiten Sie nochmal? Wir versuchen, ihn mal reinzulegen. Ich habe einen Termin mit Liam Stevens, Chief Liam Stevens. Und ich habe nicht viel Zeit. Funken Sie ihn bitte an. Ich tue noch mehr. Sie warten hier und ich sage Stevens persönlich, dass Sie ihn sprechen wollen. Im Hintergrund sieht nicht gut aus. Schiefhängender Monitor. Miller, MacReady? Tavos lässt mich nicht rein. Ich habe mit einer Wache gesprochen. Hier stimmt was nicht. MacReady, hat Tavos Sie schon kontaktiert? Negativ. Was merkwürdig ist. Mist. Wenn das Gebäude schon kompromittiert wurde. Egal. Wir machen weiter wie geplant. Jensen, gehen Sie in Slaters Büro und finden Sie raus, was los ist. Verstanden. Mac, schicken Sie umgehend ein Team zur Unterstützung. Sind schon unterwegs. Okay, also wir müssen umgucken. Wo geht's hier hin? Ah, da ist eine Klappe. Gehen wir mal hier in das Büro, ob wir hier was finden. Ah, da können wir wieder die Fenster unsichtbar schalten. Sieht uns hier auch keiner. Sammeln wir mal Design-Software, PDE, ein bisschen Munition. Okay, eine Arbeitsanweisung. Mal gucken. Security, das heißt, wir können hier die Kameras ausschalten. Sonst mal reinhacken. So, da. Na komm. Okay, da haben wir genug Zeit, das sollte klappen. Hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Zugriff gewährt. Perfekt. Kameras. Okay, die schalten wir mal alle ab. So, den Roboter hier, den schalten wir auch mal aus. So, und Teambeschuss. Okay. Alarm schalten wir auch mal ab. Okay, das bringt uns jetzt aber nicht. Okay. So, was haben wir denn hier noch Schönes rumliegen? Ein Multitool. Ja, das war es dann aber wohl auch. Okay, gehen wir wieder zurück. Hier hin. Okay, kommen wir darüber. Eine Menge Krach hier. Okay. Zwei Wachen. Ne, da gehen wir nicht raus. Dann gehen wir lieber wieder zurück. Und schauen uns mal in dem anderen Bereich um. Gibt es
hier sonst noch irgendwas Interessantes? Sieht aus wie der Fahrstuhlschacht. Und tschüss. Ich trau dir nicht. Ein bisschen besser verstecken. So. Da haben wir alles ausgeschaltet. Okay. Uns hier mal rein zu hacken. Na, das klappt ja perfekt. Werden immer besser. Maske. Okay. Hier eine Schublade drin. Ja, hier haben wir die Blutlache. Sieht doch gar nicht schön aus hier. Noch Schublade, ein bisschen Software. Okay, so. Da haben wir. Die können wir auch ausschalten. Okay. Dahinter irgendjemanden. Sicherheit aktiv. Bestätigen. Ist bestätigt. Okay, wo ging die Tür da unten noch hin? Finden wir da vielleicht wieder irgendwas? Gitter, was wir zerschlagen können. Kommen wir hier hin. Ach, da unten geht's auch noch hin. So, wir gucken mal das hier noch an. Verbesserungen nehmen können. Ich würde jetzt mal sagen, optischer Tracker, ja. Das könnte noch ganz sinnvoll sein, dass wir wissen, wohin die Leute gucken. Und ich würde auch gerne eine schnellere Aufladung haben. Okay. Das
Das ist nicht gut. Huch. Ja, das war gar nicht gut. Na, leg dich mal hin. Na, komm her. Ups. Okay. Da hat man mich böse erwischt. Ja, das scheint etwas komplizierter zu sein. Wo sind wir jetzt hier? Ne, hier waren wir. Ah, ne. Gut, wir wollen hier zurück. Halt, hier waren wir. Hm. Ah, haben wir die Schublade noch vergessen hier. Okay, die hatten wir schon. Jetzt wollen wir erstmal den Schalter da. So. Du kommst jetzt hier in die Ecke. Das hatten wir ja schon mal, das klappte ja ganz gut. Dann mal schnell das Teil hier noch hacken. Durch noch. Ah, hier brauchen wir noch das Laptop. Ah, okay. Gut, wir werden erwartet. Sehr schön. Das nochmal mit den Augs hier. Mit Leben, Energie. Übersehen. Hinter der Tür noch was? Nee. Miller, MacReady, ich habe hier oben Tavos Leichen. Wir haben offensichtlich Besuch. Scheiße.
Okay, Männer. Damit hatten wir gerechnet. Mac, wie weit noch zur Sicherheitszentrale? Betreten das Trepp. Scheiße. Türen dicht. Sicherheitsabregelung. Ich kann nur zurück. Jensen, in Slaters Büro müsste es einen Überbrückungsschalter geben. Entriegeln Sie mit ihm die Türen und bringen Sie Mac und sein Team wieder ins Spiel. Verstanden. Schön hoch und leg dich hin. Ja, verdammt. Mann, verdammt. Irgendwie haut das hier gerade nicht hin. Okay, nächster Versuch. So, hätte ich hier eine Schublade ja noch, dachte ich. Okay, so, Inventar voll. Wieder hacken. Zugriff gewährt. Ich glaube aber trotzdem, dass der Weg der richtige war. Ich habe hier oben Tavos Leichen. Wir haben offensichtlich Besuch. Scheiße. Okay, Männer. Noch mal kurz den hier nehmen. Damit hatten wir gerechnet. Mac, wie weit noch zur Sicherheitszentrale? Betreten das Trepp. Scheiße. Türen dicht. Sicherheitsabregelung. Ich kann nur zurück. Jensen, in Slaters Büro müsste es einen Überbrückungsschalter geben. Entriegeln Sie mit ihm die Türen und bringen Sie Mac und sein Team wieder ins Spiel. Verstanden. Verdammt. Lizenzierten Augmentierungen entfernt oder abgeschwächt werden. Wer sich widersetzt, wird verhaftet und den augmentierten Renderbar.
Nun guck doch da mal weg. Na los. Noch kaufen, die ich wollte. Von der UN sofort berichten. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht. Die gucken da aber auch die ganze Zeit hin. Nächste Position bestätigen. Geht doch da Position mal weg. Okay. War nicht gut. Planung und Bau der Stadt sind einzigartig. Sie wurde buchstäblich Schicht für Schicht gedruckt. Und der Großteil des Designs und des Grundrisses wurde von Computern übernommen. So verläuft ihr eigentlicher Schlüssel ist ein starkes Fundament. Hier sehe ich das, was man darauf errichtet. Weiter zunächst auf die Hauptmission. Ist das auch weg? Die Menschlichkeit. Das lässt Ups. Sich nicht leugnen. Einige haben dieses Projekt ein künstliches Utopia genannt. Aber ich sage, na los, guck weg. Sehen Sie nächste Woche die zweite Episode dieser Reihe, in der wir die nachhaltige Technologie unter die Lupe nehmen werden, die Xanto angeblich in Rapport perfektioniert hat. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Wir halten Sie am Leben und machen den Weg in die Zukunft frei. Garantiert. Rund um die Uhr. Hier ist nichts. Okay, den haben wir. Zu. Ah, nur eine Biozelle, das ist gut. Nichts. Ah, er hat auch Multitool dabei gehabt, das ist sehr gut. Ausschalten können. Den da zum Beispiel. Den. Und den. Okay, das hat schon mal ganz gut hingehauen. Da müssen wir rein.
schlafen. Zu sein. Ja, genau, er steht oben. Ja, da noch ein Zugangsschacht, sehe ich gerade. Und da ist eine Kamera. Okay. Zwei Leute über uns. Na los, Kamera, schwenk weg. Mal gucken, wo uns der Gang hier hinführt. Bei sich. Ich bin aber nicht, hätte hier noch irgendwas. Ah! Hier können wir noch hoch. Puh. Na, ich muss auch noch hacken, das Ding. Ach du Kacke. Dahin. Hallo, meine Liebe, bestellt. Tracing-Programm initialisiert. So, haut das? Gewährt. Aktivieren. Meine Freunde, die Welt war dunkel in letzter Zeit. Aber wo es Dunkelheit gibt, sind auch Möglichkeiten. Und die müssen wir nutzen. Wir können das Licht zurück in die Welt bringen. Falls erforderlich, nehmen wir die Fackel auf und sorgen dafür, dass alle Augmentierten ein Leben in Würde führen können. Ich möchte einen Toast ausbringen. Miller, MacReady, auf den Monitoren sind noch mehr Eindringlinge. Hinten im Gebäude. Sie sehen aus wie vom Catering. Ich sehe den Bereich auch. Die falschen Tavos-Einheiten benutzen eine bewachte Sicherheitstür als Zugang zur Empfangshalle. Ach, Scheiße. Sie sind überall. Mitten unter den Gästen. Was haben die vor? Warum eröffnen sie nicht das Feuer? Jensen, irgendein Zeichen von Marchenko oder der Orchidee? Beide negativ. Miller, können Sie zu Brown? Ich bin unterwegs zu ihm, aber Jensen, wir müssen wissen, ob die Orchidee im Spiel ist. Gehen Sie runter und beschaffen Sie von einer der Wachen einen Schlüssel für diese Tür. Verstanden. Aber es wäre einfacher, wenn ich wüsste, wie viele Wachen es sind. Ich lade Ihre Patrouillenwege auf Ihre Retinalaugmentierung hoch. Aber da unten soll nicht die Hölle losbrechen, also machen Sie es geräuschlos. Mac, Sie stoßen schnellstmöglich zu Jensen. Ich bringe Brown in Sicherheit. Viel Glück. Ja, verstanden. Das Glück können wir auch gebrauchen. Räumen Sie auf, bevor Sie die Sicherheitszentrale verlassen, damit keines dieser Arschlöcher seine Freunde alarmiert. Ah, verdammt. Hier ist alles in Ordnung. Wer war dieses Arschloch? Uah, die Kamera hat mich.
Verdammt. Blöde Kamera, eigentlich gedacht. Okay, den haben wir. Genau, komm hoch. Ich hoffe, ich habe ihn getroffen. Ich muss es alleine machen. Greife an. Ah. Tschüss. Miller, MacReady, Sicherheitszentrale komplett gesichert. Dann ab in den Smoking, Jensen. Melden Sie sich, wenn Sie in der Empfangshalle sind. Verstanden. Jawohl. Oh, haben wir hier noch. Oh, noch eine Biozelle. Ah, ne, da kommen wir nicht hin. Scheiße, müssen wir hier mal. Ach, hier ist es. Okay. Dann rufen wir mal den Fahrstuhl und runter. Jawohl. So, dann würde ich sagen, da geht es in der nächsten Folge weiter und in der Empfangshalle. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo für meinen Kanal, würde ich mich freuen, auch über konstruktive Kritik, und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Deus Ex. Tschüss!